Vor knapp 12 Monaten ist der Winkler Block online gegangen. Nach einem Jahr Pionierarbeit wird das Instrument jetzt auch allen anderen Quartierpolizisten zur Verfügung gestellt. Bis anhin konnten alle Winklerinnen und Winkler online mitverfolgen, wie ich den Polizeieinsatz vom Fußballspiel FC St. Gallen Basel leite, wie ich im Kribunpark die Evakuationsübung mitverfolge und überprüfe, wie ich am CSIO mit dem Golfwägeli über das Gelände cruise und in den Kindergärtner von Winklern hat dürfen lernen, wie man richtig über den Fußgängerstreifen läuft. Neu sollen aber auch alle anderen Quartierbewohner von der Stadt St. Gallen können und dürfen den Block von der Stadtpolizei nutzen. In 14 Blogbeiträgen haben Sie die Arbeit vom Quartierpolizist Thomas Christen begleiten. Der Blog ist bei der Bevölkerung auf sehr grosses Interesse gestossen. Dank den sozialen Medien haben wir weit über 400'000 Personen mit den verschiedenen Artikeln erreicht. Aufgrund des Erfolgs dieses Blogs haben wir entschieden, den Quartierblock Winkler auf die ganze Stadt auszudehnen und neu einen Quartierblock Stadtpolizei St. Gallen zu machen. Dadurch sollen alle Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit bekommen, die Arbeit von ihrem Quartierpolizist zu verfolgen und auch online mit ihm in Kontakt treten zu können. Für den Quartierpolizist ist die Nähe zur Bevölkerung von grosser Bedeutung. Die soll über den Blog auch auf dem digitalen Weg geschaffen werden. Im Blog erfahren Sie einerseits, was es heisst, Quartierpolizist zu sein. Andererseits kommen Sie wertvolle Hinweise und Informationen zu Ihrem Quartier rüber und können auch Fragen im Blog stellen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Winklerinnen und Winklern für das Vertrauen und das Interesse an meiner Arbeit bedanken. Ich habe viele positive Feedbacks bezüglich meiner Blogbeiträge bekommen. Das motiviert mich zusätzlich, um weiterhin Einträge über meine Alltagstätigkeiten zu verfassen. Neu dürfen Sie aber auch allen meinen Kollegen über die Schulter schauen beim Einsatz. Freuen Sie sich auf viele tolle und interessante Blogbeiträge von der Stadtpolizei St. Gallen.